Der 1. September 2013 war für die Pfarre St. Daniel ein großer Tag. Nicht nur wegen dem alljährlichen Kirchtag, sondern vor allem aufgrund der Erfüllung eines langersehnten Wunsches der gesamten Bevölkerung, neue Glocken für den Kirchturm zu erhalten. Das ganze Dorf ist bereits früh am Morgen auf den Beinen und freut sich auf die Glockenweihe, zu der auch Generalvikar Engelbert Guggenberger erwartet wird. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Und die Kinder werden jetzt den Anfang machen. Wenn die ganze Pfarrgemeinde sich zum Jubelfest stellt ein, möchten wir dich zum Begrüßen hier die allererste sein. Es ist uns eine gar große Freude, heute an diesem besonderen Tag, dass durch deinen reichen Segen jede Glocke hell erklingen mag. Drum sei herzlich willkommen, sei unser Gast. Hochwürdiger Herr Generalvikar, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zu uns gekommen bist. Das Geistwort ist dir ja bekannt und St. Daniel auch ein bisschen bekannt. Aber trotzdem, ein wunderschöner Tag, die grüßt uns. Ja. Glocken verkünden eigentlich für uns die Botschaft Christi. Sie rufen in Häuser, mitten in eurem Dorf steht eine Kirche. Und in diesem Haus Gottes wohnt der Herr selber. Und der Herr wartet auf uns. Und jedes Mal, wenn die Glocke dann anschlagen wird, haben wir sich erinnern, wir haben eine Kirche. Der Herr wartet auf uns und ladet uns ein. Das ist mir eine besondere Ehre, Sie heute im Namen des Pfarrgemeinderates und der Pfarre auf das Herzliche willkommen zu heißen. Wir freuen uns schon sehr, dass wir mit Ihnen die feierliche Festmesse und die Glockenweihe feiern können. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Unsere Kirche, wie schon erwähnt, ist in den letzten Jahren einer Generalsanierung unterzogen worden und amtlich bestätigt 900 Jahre alt. Etwas weniger wie die Hälfte dieser Zeit hängt die große Glocke im Turm, 1608 aufgezogen. Das war einige Jahrzehnte nach den Türkenüberfällen. Und die ersten zwei Jahrhunderte ging es unserer großen Glocke relativ gut. Nur Naturgewalten haben das Leben des Volkes, der Kirche und der Glocke etwas beeinträchtigt. Zur Zeit der Gegenreformation, um das ausgehende 18. Jahrhundert, wurde die neue Glocke aufgezogen. Sicher eine Höchstleistung des Volkes, damals das Geld dafür aufzubringen. Und der Erzherzog Ferdinand II., der späteren Kaiser von Österreich, wurde doch den Pfarrern anvisiert, dass sie mehr in die Kirchen für die Gläubigen tun. Ob er für die große Glocke finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat, ist nicht überliefert. Sehr wohl aber, dass er der Ortschaft Dellach das Marktrecht verliehen hat. Es war dann die Zeit der Französischen Revolution. Napoleon schickte seine Soldaten quer durch Europa und natürlich auch in unser schönes Gailtal. Aber die Bürger unserer Ortschaft St. Daniel und der umliegenden Weiler verteidigten
die Kirche und auch die große Glocke, die damals als Bronzelok für Kanonenfutter gut gebraucht worden ist. Auch den Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 und den Kärntner Abwehrkampf überlebte diese Glocke unbeschadet. Und heute bekommt sie dazu neue Glocken. In dem Sinn darf ich mich bedanken beim Obmann des Pfarrgemeinderates, Viktor Birkhoff. Ein ganz besonderer Dank gilt unserem Herrn Pfarrer, der bei seinem Amtsantritt 1965 schon erklärt hat, dass die Kirche neue Glocken braucht. Ein gutes Ding braucht Weile. Danke, dass es gelungen ist, dass wir neue Glocken bekommen. Und ich wünsche uns allen, dass wir so einen mutigen und visionären und tatkräftigen Pfarrer noch viele, viele Jahre in unserer Mitte haben dürfen. Danke. Lobet den Herrn, all die ihn ehren. Lobet, lobet, lobet den Herrn. Lasst uns mit Freuden seinen Namen singen. Preis und Dank zu seinem Altare bringen. Lobet den Herrn, all die ihn ehren. Lobet, lobet, lobet den den Herrn, haben wir jetzt gehört, das Licht. Und so möchte ich alle loben und herzlich begrüßen, die gekommen sind, die Wallfahrer. Und da habe ich eine kleine Bitte, wenn wir in die Kirche hineingehen, geht ganz nach vorne, dass alle Leute einkommen. Ihr könnt bis ins Presbyterium, wenn ich und der Generalvikar uns bewegen noch können, dann so wie nichts. Aber nicht mal der Kirche stehen bleiben, als wie ein Stoppel. Es ist immer nett, wenn man den anderen den Weg nicht versteht. Gegrüßt seist du, O Königin, O Maria, der Christenheit beschützt. Dass ich heute mit euch dieses große Fest feiern kann. Es ist ja schon sehr eindrücklich geschildert worden, mit welchem Einsatz die ganze Pfarrgemeinde an der Spitze der Herr Pfarrer sich für die Glocken eingesetzt haben. Und jetzt dieses Werk, das Herr Pfarrer so lange schon im Herzen getragen hat, seine Veränderung gefunden hat. Und so dürfen wir hier ein schönes Fest feiern. Hier, ich darf sagen, mit persönlichem Bezug, meiner Mutterpfarre, den riesigen Lesertal, mein Heimatort, ist ja seit Andenken, seit der Gründung her, gebunden gewesen an die Mutterpfarre St. Daniel, die ja durch das ganze Mittelalter hindurch die große Hauptpfarre hier im Oberen Gaistal war. Nach dem Empfang vor der Kirche und dem Einzug feierte Generalvikar Engelbert Guckenberger gemeinsam mit Pfarrer Josef Schachner und Diakon Anton Lanner den Festgottesdienst.
Sinnsprüche der Weisen. Ein Ohr, das auf die Weisheit hört, macht Freude. Worte Gottes. Für die musikalische Gestaltung sorgte der Kirchenchor St. Daniel und der MGV Dellach im Gailtal. Draußen stehen die Glocken schon für die Weihe und das Aufziehen bereit. Die Agape wird vorbereitet. Die drei neuen Glocken werden am heutigen Festtag mit Grisam, Weihrauch und Weihwasser geweiht. Die erste, die große Glocke, wird dem Kirchenpatron der Mutterkirche von St. Daniel, dem heiligen Daniel und der wundertätigen Gnadenmutter Maria mit dem Schwert im Herzen geweiht. Sie ist auf den Ton G1 gestimmt, ihr Durchmesser beträgt 101 cm und mit einem Gewicht von 620 kg ist sie schwerer als die beiden anderen Glocken zusammen. Die zweite Glocke wird der heiligen Hämmer von Gurk und dem heiligen Christophorus geweiht. Sie erklingt mit einem H1, ihr Durchmesser beträgt 82 cm, 320 kg bringt diese Glocke auf die Waage. Die dritte Glocke wird zu Ehren des heiligen Josef und des heiligen Florian mit einem D2 erklingen. Der Durchmesser dieser Glocke beträgt 72 cm bei einem Gewicht von 220 kg. Lasst uns diese Feier beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vor uns, lieber Herr Pfarrer, lieber Herr Diakon, liebe Schwestern und Brüder in Christus, vor uns sind jetzt die drei Glocken aufgebaut. Sie sind deswegen angeschafft worden, weil die anderen zur ursprünglichen Glocke aus dem Jahre 1608 nicht tonlich dazu gepasst haben. Diese alte Glocke aus 1608 ist im Ton E1 gestimmt gewesen. Und jetzt hat der Glockengießer drei weitere dazu gefunden. Und wie ich hier sehe, haben sie die Töne. Die erste, die große Glocke hat ein G, die mittlere ein H und die kleine hat ein D. Das ist ein G-Dur-Dreiklang. Und dazu passt natürlich ganz gut die andere Glocke, die im Turm ist. Das ergibt das sogenannte Salve Regina Geläut. Denn diese Glocken haben die vier Töne dieses berühmten Gesanges Salve Regina. Salve Regina. So werden die Glocken also klingen. Treuer, ewiger Gott, du segnest und du begleitest uns ein Leben lang. Die Glocken erinnern uns, du kennst uns, du begleitest uns in schönen und in schweren Tagen. Du berührst uns mit dem Klang dieser Zeichen, mit deinen Sakramenten machst du uns wachsam und unterbrichst den üblichen Lauf der Dinge. Segne diese drei Glocken, die dein Lob verkünden und uns einladen, deinen Segen zu empfangen. Sie seien Stimmen des Rufenden in der Wüste. Sie mögen deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen und uns Vergessliche an deine Nähe erinnern. Mögen sie Glocken des Friedens und der Freiheit sein. Mögen sie als ein Werk unserer Hände dich und deine Schöpfung preisen mit ihrem Loblied, das Himmel und Erde umfasst.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. So segne und behüte euch der gütige und dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns gehen und feiern in Gottes Frieden. Letztes Mal können die St. Danieler aus nächster Nähe einen Blick auf die neuen Glocken werfen. Der Kran der Firma Holzbauteam wird die Glocken nacheinander zum Glockenstuhl auf den Kirchturm bringen. Die letzten Vorbereitungen an den Glocken werden durchgeführt. Ein Mitarbeiter der Glockengießerei Berner Scherding bringt die Gurte für den Transport an. Wir müssen so kurz wie möglich hängen, Vollgas und das haben wir. Nein, die Himmel meine ich. Die Himmel da drin. Und bei der Großen, dann haben wir oben einen Haken aus und fahren nur mit dem Schäkel. Ich bin eh okay. Ja, aber dass wir oben einen Haken weg dann und nur einen Schäkel. Und wir hängen hier unten ein. Und wer fährt um? Ah, okay. Wir müssen so kurz wie möglich hängen, die Große, dass er reinkommt. Bei den anderen ist es nicht so tragisch. Also ja, das ja, fangen wir miteinander an. Mit der Zweier fangen wir an. Ich lege den Schäkel. Ja. Auf die Glocken. Die Bevölkerung wartet bereits mit Spannung auf das Aufziehen der Glocken. Ja, die Glocken haben eine eigene Faszination. Das wird viel mehr verfolgt als sonst irgendetwas, eine Kirchenrenovierung oder sonst ein Ereignis. Die Glocken, die berühren den Menschen einfach durch den Klang und durch diese Besonderheit, die Glocken einfach darstellen. Das ist natürlich was Besonderes, weil eine Glockenweihe, wie wir gehört haben, unsere älteste Glocke ist 400 Jahre alt. Also in den nächsten hunderte Jahre gibt es sicher keine neuen Glocken in unserer Gemeinde. Und jetzt geht's mal. Das ist natürlich was Besonderes, dass man erleben darf, in einer Gemeinde gleich innerhalb eines Jahres zweimal Glockenweihe zu feiern. Wird so schnell nicht irgendwo anders auch vorkommen können. Das ist ein Jahrhundertereignis. Weil Glocken werden nicht so schnell wieder gegossen. Nur durch so Ereignisse wie Kriegsereignisse kommt es dazu, dass Glocken dann wegkommen. Und in Kärnten sind eigentlich in allen Glockenstuben schon Glocken. Und deswegen ist es eigentlich sehr selten, dass irgendwann eine Glockenweihe stattfindet. Und entsprechend groß ist die Erwartung heute und die Stimmung. Gellach sind sie voriges Jahr gewesen und heuer St. Daniel. Das sind aber nicht die Ersten, sondern die Alten haben wir runtergenommen und die werden verschenkt nach Rumänien, armen Pfarrer. Also sogar noch weiterverwertet? Ja, weiterverwertet. Nein, die sind ja noch gut. Nur tonlich stimmen sie nicht mit der großen Glocke, mit der historischen überein. Und weil sie nicht übereinstimmen, tonlich, haben wir entschlossen, uns neue Glocken anzuschaffen, die auch tonlich und stimmlich mit der großen Glocke übereinstimmen. Ich jedenfalls wünsche mit Gottes Segen, dass das neue Geleit uns in christlichen Gedanken vereint, durch friedliche Zeiten geleitet und weiteren Generationen das Gefühl von Heimat und kirchlicher Tradition bereitet. Dreimal wird jede Glocke mit einem Klöppel angeschlagen. Generalvikar Engelbert Guckenberger und Pfarrer Josef Schachner sowie Diakon Anton Lanner übernehmen diese Aufgabe bei der ersten Glocke. Auch Messner Johann Kanzian und Pfarrgemeinderatsobmann Viktor Bierkopf dürfen die Glocke erklingen lassen.
Gebannt beobachten die Zuschauer den Glockentransport auf den Kirchturm. So etwas erlebt man schließlich nicht alle Tage. Die nächste Glocke steht bereit. Sie wird nun am Kran fixiert. Der Stifter dieser Glocke, Kurt Buchacher, Mitglieder der Feuerwehr und die Ministranten dürfen die Glocke mit dem Klöppel anschlagen, bevor sie auf den Turm transportiert wird. In der Zwischenzeit wird schon die nächste Glocke herbeigebracht und vorbereitet. Der Himmel verdunkelt sich, es beginnt zu regnen, doch das tut dem Interesse keinen Abbruch. Als letzte ist nun die größte Glocke an der Reihe. Die Stifter dieser Glocke, die Geschwister Wieser, Bürgermeisterin Christine Plohner, die Ministranten sowie Kirchenchorleiterin Renate Wassermann und Organist Eddie Wassermann dürfen bei der Glocke das Anschlagen mit dem Klöppel durchführen. Alle Glocken haben nun im Turm ihren Platz gefunden. In den nächsten Tagen erfolgen die letzten Adaptierungen am Glockenstuhl. Dienstag, 3. September. Die Säule, die man entfernen musste, um die Glocken in den Turm zu bringen, wird nun wieder eingemauert. Hier in St. Daniel sind 2 Tage nach dem Glockenaufziehen die Arbeiten voll im Gange und wir haben uns ein bisschen am Kirchturm umgesehen. Vom Presbyterium aus führt der Weg in den Kirchturm. Und so haben die alten Kirchenglocken geklungen. Diese alten Glocken finden nun ebenfalls eine weitere Verwendung. Sie kamen in die Diözese Satu Mare in Rumänien. Die katholische Kirche hatte während des Kommunismus schwere Zeiten durchlebt. Derzeit werden dort viele Kirchen restauriert. Im Krieg wurden die Glocken abgenommen und den meisten Kirchen fehlt nun das Geld für neue Glocken. Und auch die Glocken in St. Daniel wurden seinerzeit ein Opfer der Kriegszeit. Damals in den Kriegszeiten, die Bronzeglocken sind alle weggekommen. Nur die große Glocke, die historische, die ist Gott sei Dank da geblieben. Und dadurch, dass in Tellach Volksjahr das Glockenprojekt so positiv verlaufen ist, auch finanziell, war im Pfarrer Wunsch, dass man auch in St. Daniel die 3 von damals, Anfang der 50er Jahre angeschaffenen Glocken, austauscht. Aus deshalb, weil die Klangharmonie zur großen Glocke überhaupt nicht harmoniert hat. Nachdem man in Dellach ein Jahr zuvor die Glocken ausgetauscht hat und dieses Projekt sehr erfolgreich verlaufen ist, wagte man sich nun auch in St. Daniel an dieses Vorhaben heran.
Und das Weitere ist, dass wir das Glück haben, dass sich ja wohl für zwei Glocken drei Stifter gefunden haben, die zwei Glocken übernommen haben und gestiftet haben. Dadurch tun wir es wesentlich leichter. Wir müssen im Turmbereich natürlich die Beleuchtungsanlage neu machen. Wir müssen zwei neue Stiegen machen, weil die schon in Betriebsgefahr waren, also gefährdet. Und sehr viele Bodenbretter austauschen. Im Turm ist man am Glockenstuhl mit den letzten Einstellungen beschäftigt. Bei mir ist immer so, ich bin dann vor Ort und montiere halt dann die Glocken. Und das ist jetzt schon ein großes Projekt. Ich brauche Helfer, ich brauche Leute, die mir da helfen. Die Glocken hat 600 Kilo. Also man muss da immer aufpassen, dass nichts passiert. Also und das ist halt schon eine Planung, wo man sagt, man braucht einen Autokran. Man muss da Greifzüge reinhängen, dass ich die Glocken montieren kann. Also das ist schon immer interessant. Man hat gesehen, wie die Glocken von dem Kran heraufgehoben worden sind. Wie navigiert man das dann da herinnen? Wie funktioniert das? Es ist aber vor der Firma einer da gewesen. Der Kranfahrer ist herumgestanden. Und die haben mit Handzeichen haben sie das korrigiert oder eingeleitet. Und er hat aber selber ja gesehen, wie er mit der Glocken fahren muss. Also das kann man, oder man macht das mit Funk oder mit Handzeichen. Also bei ganz großen Autokränen gibt es halt gewisse Handzeichen. Ob man mit der Flasche rauffährt oder mit dem Seil rauf, da gibt es halt gewisse Handzeichen, die man da machen kann. Aber es geht auch sehr viel mit Funk. Also der Autokran hat die Glocken so weit reingebracht, dass die Glocke hier gestanden ist. Ich habe oben einen Greifzug hängen gehabt. Mit dem Greifzug habe ich die Glocke übernommen. Das heißt, also, dann habe ich die Glocke hier hängen gehabt und er hat dann wieder aushängen können, die Glocken. Und wir haben dann die Glocke auf unseren Platz hingebracht. Das heißt, Greifzüge, das sind so Kettenzüge, Greifzüge, wo man schwere Sachen heben kann. Wenn die Glocken erstmal ihren Platz gefunden haben, ist der schwerste Teil der Arbeit verrichtet. Es sind aber noch viele weitere Arbeitsschritte notwendig, damit die Glocken schlussendlich weit über den Ort St. Daniel hinaus klingen. Es braucht Klöppeln, es braucht Lager, es braucht Elektroniken, da muss man die Glocken noch einstellen, wie hoch der Winkel läuten sollte von der Glocken, wie stark das bremsen sollte, wie stark das wegziehen sollte, das ist dann nur eine Einstellungssache. Aber das läuft alles über die Elektronik. Da gibt es Programmiergeräte und das programmiere ich dann. Das heißt, das ist noch so noch einige Arbeitsschritte? Ja, aber es ist so, heute ungefähr schätze ich in einer Stunde sind wir mal fertig mit dem Läuten und dann halt die Kleinigkeiten, nur Schlagwerke kontrollieren, Uhr kontrollieren. Es ist heute, wird sicher fertig. Schließlich ist es soweit. Die erste der neuen Glocken wird zum Klingen gebracht. Die Feineinstellungen werden durchgeführt und auch die zweite Glocke erklingt. Damit die Glocke ihre präzise Tonhöhe erreicht, erfolgt nach dem Gießen im Inneren der Glocke die Feinjustierung. Also gerade abgeschliffen. Damit die Tonhöhe passt. Also es wird ein bisschen stärker gegossen, der Guss natürlich. Und dann kommt es auf eine Trabank oder was, wie man es hat. Und nachher wird da nachher genau die Feinabstimmung, bis der Ton exakt passt, wird da nachher abgenommen. Verstehst du? Das ist nicht gerade. Nein, ich glaube, ich schwecke jetzt da. Nicht? Und da ist es früh angeschlagen. Und jetzt der Reihe schlug da an. Da waren überall, da sind ja Hunderte. Das sind 100 Jahre, was weiß ich nicht. Die alte historische Glocke aus dem Jahre 1608 ist im Ton E1 gestimmt. Sie trägt die Aufschrift: Adam Sterze hat mich gossen. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Die alte Glocke kann sich nun freuen. Endlich passen die anderen Glocken harmonisch zu ihrem Klang dazu. Damit die große Glocke richtig schwingen kann, muss nach der Neueinstellung ein kleines Stück vom Glockenstuhl herausgenommen werden.
Die Säule ist mittlerweile wieder fix montiert. Die Arbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden und die Bevölkerung von St. Daniel darf sich nun über das harmonische Geläute der neuen Glocken ihrer Pfarrkirche erfreuen.